Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading, dein Kanal rund ums Thema Charttechnik. Im heutigen Video bereiten wir uns auf die kommende sehr wichtige Handelswoche vor, indem wir uns die wichtigsten Termine anschauen und dann wichtige Indikatoren und natürlich die Charts der großen Indizes unter die Lupe nehmen. Und danach sprechen wir über die intensiven Abverkäufe, die wir am Kryptomarkt sehen und ob uns jetzt hier der große Kryptowinter droht. Bevor wir starten, lass dem Video sehr gerne mal direkt dein Like da, dass es möglichst vielen Leuten vom YouTube-Algorithmus empfohlen wird und schau dir das Video auch wirklich sehr gern bis zum Ende an, dass du wirklich für die kommende Woche bestmöglich gerüstet bist. Zu Beginn des Videos schauen wir kurz auf das FedWatch-Tool. Hier siehst du, was der Markt einpreist an Zinserhöhungen bei der nächsten FED-Sitzung. Und da sehen wir aktuell jetzt wieder, dass wir bei 96% von 50 Basispunkten ausgehen. Aber das Problem am Freitag war, und deswegen waren die Abverkäufe auch dann so heftig, dass der Markt hier angefangen hatte, 75 Basispunkte einzupreisen mit einer Wahrscheinlichkeit von 23%. Und der Grund dafür war, dass die Inflationsdaten höher reingekommen sind, als die der Markt erwartet hatte. Und nämlich auf breiter Front, also alle vier Kerndaten waren in dem Fall grün, insofern höher als erwartet. Und da hatte der Markt natürlich dann sofort wieder Angst, dass die Fed die Zinsen härter anheben wird als angekündigt. Denn Jerome Powell hat bisher immer bekräftigt, dass derzeit 75er Schritte nicht auf dem Tisch sind und er das nicht plant, sondern 50er Schritte machen wird, um dann eben immer zu beobachten, was es für Auswirkungen hat auf die Inflation. Aber wenn es jetzt so aussieht, dass wenn die Inflation wirklich außer Kontrolle gerät und dieser Ankereffekt, also dass die Inflation austoppt im Vergleich zum Vorjahr, nicht eintritt, dann kann es durchaus sein, dass die Fed hier nachziehen muss und das wäre dann für den Markt wirklich eine böse Überraschung, weil das ist aktuell meines Erachtens nicht wirklich eingepreist. Als nächstes werfen wir einen Blick auf den Wirtschaftskalender der nächsten Woche und schauen uns die wichtigsten Termine gemeinsam an. Am Montag haben wir zuerst mal eine Rede von Lael Brainard, das ist ein Fed-Mitglied. Da wird es dann auch interessant zu sehen sein, ob sie sich zum vergangenen Freitag äußert, also zu den Inflationsdaten. Und was sie auch gegebenenfalls zum kommenden Mittwoch zu sagen hat. Am Dienstag bekommen wir die Erzeugerpreise aus den Vereinigten Staaten. Am Mittwoch erst Einzelhandelsumsätze, Rohöllagerbestände und dann um 20 Uhr deutscher Ortszeit den FED-Entscheid zu den Zinsen. Dort wird es dann eben zum Showdown kommen, ob es 50 oder 75 Basispunkte sind. Und danach um 20.30 Uhr die Pressekonferenz von Jerome Powell. Je nachdem, ob es dann 50 oder 75 Punkte sind, wird es spannend sein. Wenn es nur 50 werden, dann wird es sehr interessant sein, wie er sich äußert, ob er in Zukunft auch weiterhin 75er-Schritte ausschließen wird, wie er es bisher getan hat, oder ob er sich dann da deutlich offener zeigen wird, auch für 75 Basispunkte-Schritte. Das heißt, der Markt wird sehr, sehr gespannt auf den Mittwoch blicken. Am Donnerstag bekommen wir dann Baugenehmigungen aus den Vereinigten Staaten und die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe. Die Baugenehmigungen sind sehr interessant, auch zum Thema Rezession, ob hier die Bauanträge deutlich zurückgegangen sind in letzter Zeit. Und am Freitag wird dann auch ein extrem wichtiger Tag. Wir bekommen einerseits die Verbraucherpreisindex-Angaben aus Europa, das heißt, wie hoch die Inflation aktuell im Euroraum ist und um 14.45 Uhr dann wieder eine Rede von Jerome Powell und am Freitag, nächsten Freitag, ist auch der Hexensabbat. Das heißt, dort verfallen gleichzeitig drei Kategorien von Optionen. Einmal die Aktienoptionen, dann die Aktienindex-Futures und die Aktienindex-Optionen verfallen alle am gleichen Tag. Das sind meistens Tage von erstens hohem Volumen, aber auch von hoher Volatilität, denn es verfallen hier insgesamt über 3 Billionen US-Dollar an Optionen. Das ist einer der höchsten oder größten Hexensabbats aller Zeiten. Insofern wird die nächste Woche extrem spannend und meiner Meinung nach auch sehr, sehr richtungsweisend, wie es am Aktienmarkt weitergehen kann. Der Chart der Zinsen auf die 10-jährigen Staatsanleihen ist am Freitag natürlich auch entsprechend nach oben geschossen. Wir hatten ja hier eine schöne Erholungsphase gesehen. Wir hatten das Top bei den 10-jährigen Staatsanleihenzinsen bei ca. 3,2% gesehen, nämlich Anfang Mai. Hier sind wir in diese wichtige Widerstandszone reingelaufen bei den Zinsen von 3%. Wenn wir drüber hinausschießen sollten, ist deutlich Luft nach oben hier im Chart. Und wir sehen, dass wir jetzt aktuell wieder in dieser Widerstandszone eben reingelaufen sind. Der Markt hat hier sofort wieder angefangen, höhere Zinsen einzupreisen. Wir hatten ja in der Woche zuvor schon wieder steigende Tendenzen, haben uns den 3% wieder angenähert und sind jetzt aber dann letzte Woche wirklich wieder voll in diese Zone reingeschossen und hatten auch einen höheren Wochenschluss als hier in der Woche vom Anfang Mai. Dazu zoome ich mal ganz genau rein, dann sehen wir das deutlich. Wir haben hier wirklich die Woche geschlossen auf 3,16%. Das ist höher, als wir es hier zuletzt hatten. Insofern wirklich technisch gesehen auch eine Bullish-Engulfing-Kerze in den Zinsen. Das heißt, der Markt zeigt hier ganz deutlich,
deutlich, dass er wieder richtig Angst hat vor höheren Zinsen. Nach oben hin haben wir jetzt noch ein bisschen Luft, bis zu 3,25%, wenn der Markt einpreist. Das heißt, es wäre noch ein 25er Schritt höher, als es bisher getan hat, nämlich dann im Endeffekt ein 75er Schritt. Dann würden wir hier bei 3,25 landen. Das wäre noch am oberen Ende dieser Preisrange. Und wenn wir nach links schauen, sobald wir dann da ausbrechen, sind wirklich deutlich höhere Zinssätze auch in der Vergangenheit gewesen. Und das spielt ja auch die Gegenwart wieder. Die Frage wird einfach sein, reichen diese Erhöhungen auf circa 3,2 bis 3%, oder braucht die Fed deutlich höhere Zinserhöhungen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Als nächstes werfen wir einen Blick auf das Put-Call-Verhältnis. Das zeigt an, wie viele Puts, also Wetten auf fallende Kurse, geöffnet wurden in der vergangenen Woche als Wetten auf steigende Kurse. Und hier sehen wir, dass das Put-Call-Verhältnis sehr, sehr hoch ist. Und tendenziell kann man sagen, umso höher dieses Put-Call-Verhältnis steigt, umso höher wird die Chance für eine Bärenmarkt-Rallye oder für wieder steigende Kurse, weil dann im Endeffekt sozusagen alle im Boot auf der gleichen Seite sitzen, nämlich auf der Seite der Puts, also auf der Short-Seite. Und das kann dann auch zu sehr, sehr großen Ausschlägen nach oben führen in den Indizes, also zu sogenannten Short Squeezes führen. Also wir sind hier wirklich am oberen Limit, aber wenn wir zurückschauen, sehen wir, dass es auch immer wieder Spikes nach oben gibt in diesem Put-Call-Verhältnis, nämlich hier zuletzt, man kann sich denken, am Corona-Crash und auch hier zuletzt 2018 bei der großen Korrektur gab es einen Tag, wo wir dann wirklich hier oben hinausgeschossen sind. Das heißt, es ist hier schon ein erstes Indiz dafür, dass der Markt hier wieder sehr, sehr stark zur negativen Seite übertrieben hat zuletzt, aber wir müssen auch hier nach wie vor noch vorsichtig sein, weil die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass das Put-Call-Verhältnis auch durchaus noch höher steigen kann. Der Fear and Greed Index steht bei 28 und das ist jetzt wieder so ein Indiz, dass wir da noch durchaus Potenzial auch nach unten oder halt für mehr Angst in den Märkten aktuell haben. Wenn wir hier mal auf die Timeline schauen, sehen wir, dass wir hier zuletzt im Mai bei 7 waren, also wirklich noch extrem viel tiefer. Ist jetzt für mich kein Indikator, nachdem ich jetzt speziell einen Handel vollziehen würde oder hier nach traden würde, aber halt einfach ein weiteres Bausteinchen im Gesamtblick auf den Markt und es zeigt mir halt einfach, dass wir durchaus Potenzial haben, nochmal nach unten zu fallen in den Märkten und damit halt einfach auch wieder extreme Angst zu erzeugen. Die Volatilität ist am Freitag um 6% auf Tagesschluss gestiegen, war aber insgesamt deutlich mehr im Plus, teilweise 13% im Plus, hat dann gegen Abend oder gegen Sitzungsschluss wieder nachgelassen etwas. Wir sind abgeprallt hier an den 28,7 bis 30 in der Volatilität. Das ist für mich ein extrem wichtiger Widerstand. Hier darf der Markt einfach nicht ausbrechen, weil wir sonst wirklich die große Gefahr haben, über 35 und 40 zu steigen. Ich zeige auch noch ganz kurz das große Bild. Da wird dann auch dieser Downtrend klarer, was dann passieren würde an den Märkten. Aktuell sehen wir jetzt hier, dass der VIX hier abgeprallt ist bei den 28 bis 30. Das heißt, das ist für uns durchaus beruhigend, aber natürlich auch absolut keine Garantie, dass er nicht doch noch ausbrechen kann. Er hat sich jetzt hier wirklich in Stellung gebracht, die Volatilität. Der Markt hat also auch deutlich signalisiert, dass unter 25 aktuell in der Volatilität Support ist. Also, dass sich die Märkte nicht so weit beruhigen wollen, dass wir hier wieder in Richtung 20 herablaufen. Das heißt, hier aktuell würde ich sagen, neutrales Bild in der Volatilität, aber der deutlich erhobene Zeigefinger, denn dieses Szenario der ausbrechenden und steigenden Volatilität ist durchaus für die Märkte sehr, sehr gefährlich. Beim Blick auf den Wochenchart vom VIX wird auch sehr schnell deutlich, warum dieser Downtrend so wichtig ist und warum ein Ausbrechen aus diesem Downtrend auch so extrem gefährlich wäre aktuell, weil wir hier in den letzten Jahren immer wieder Zyklen hatten der Volatilität, wo wir einen heftigen Ausbruch hatten, wie hier zu der 2015. Dort korrigieren die Märkte dann stark und dann beruhigt sich die Volatilität, aber meistens über mehrere Jahre, bricht dann wieder aus, wie hier zuletzt 2018, beruhigt sich dann wieder und hier dann dieser massive Ausbruch aus dem Abwärtstrend der Volatilität mit dem Corona-Crash bis auf 85 im Top der Volatilität und jetzt hat sie sich eben wieder beruhigt bis aktuell und wir sind jetzt exakt hier unten und sind an diesem Aufwärtstrend und ich denke, man kann sich so in etwa vorstellen, was passieren würde, wenn die Märkte wirklich richtig Panik bekommen würden, weil wenn man ehrlich ist, haben wir aktuell zwar heftige Korrekturen gesehen, aber noch nicht die richtige Panik an den Märkten, weil wir bislang noch nicht mal über die 35 wirklich ausbrechen konnte und man kann sich nur in etwa ausmalen, was passieren würde, wenn die Volatilität hier wirklich massiv ausbricht. Das hätte absolut Verwerfungszustände für den S&P 500, für den Dow Jones und auch für den Nasdaq zur Folge. Insofern müssen wir hier einfach aktuell sehr, sehr vorsichtig sein und den VIX ganz genau im Auge behalten.
Der S&P 500 im Wochenchart zeigt uns eine massiv rote Kerze letzte Woche, auch eine sehr starke Engulfing-Kerze. Wir haben damit jetzt auch technisch gesehen die Engulfing-Kerze vom Mitte Mai, Ende Mai außer Kraft gesetzt. Das heißt hier, diese Woche der starken Rallye wurde jetzt wirklich durch diese massiven Abverkäufe letzte Woche sehr, sehr stark in Gefahr gebracht. Und wir müssen jetzt hier ganz genau auf den Bereich um 3857 Punkte schauen. Warum ist dieser Bereich so wichtig? Weil wir in diesem Bereich wieder exakt 20% vom Top, also seit dem All-Time-High verloren haben und damit offiziell in den Bärenmarkt eintreten. Das war dieser Bereich, wo wir in der Woche vom 16. Mai kurz drunter gedippt sind am Freitag und dann diese massive Rallye eben begonnen hatte. Und genau dort ist der S&P 500 jetzt auch wieder unterwegs in diese Richtung. 3857 Punkte ist hier der entscheidende Schritt in den offiziellen Bärenmarkt und hier wird es jetzt eben sehr, sehr spannend sein, das schauen wir uns gleich im Daily an, ob wir dann eben den Doppelboden bekommen auf diesem Tief vom Mai oder ob der Markt durchbricht und dann noch deutlich mehr Downside-Potenzial hat. Wenn wir uns hier die Moving Averages mal anschauen im 200-Wochen-Chart, dann sehen wir, dass der 200er Exponential Moving Average circa bei 3627 Punkte kommt und der Simple Moving Average, also wirklich die klassische 200-Wochen-Linie, hier bei circa 3500 Punkte anläuft. Und wenn wir da zurückschauen, dann haben wir hier auch eine Golden Zone eingezeichnet, nämlich erwartungsgemäß die Golden Zone seit dem Corona-Tief bis zum All-Time-High. Hier sehen wir das 38er bis zum 61er Fibonacci. Das heißt, wenn der S&P 500 jetzt tatsächlich weiter korrigiert, dann sind wir auf bestem Wege, dass wir eben in diese Golden Zone eintauchen. Das heißt dann wirklich in die übergeordnete Kaufzone seit dem Corona-Tief. Im Tageschart vom S&P 500 sehen wir die zwei dicken roten Kerzen vom Donnerstag und vom Freitag. Ich hatte ja hier in den Marktanalysen die Tage zuvor immer gesagt, dass wir da deutlich fallende Hochs sehen im 8-Stunden-Chart und deshalb durchaus ein Hinweis sein kann für einen folgenden Abverkauf, dass wir dann allerdings so butterweich auch durch die wichtigen Kurszonen, hier durch das 61er Fibonacci und so weiter durchbrechen. Das hatte ich auch jetzt zuerst nicht kommen sehen. Also die Abverkäufe waren schon sehr, sehr heftig am Freitag. Der RSI ist aktuell auch noch deutlich entfernt von überverkauft sein. Also wir hätten hier theoretisch noch deutlich Downside-Potenzial auch im RSI des S&P 500. Das heißt hier ein Szenario, wo wir die Mai-Lows brechen, wäre auf aktueller Basis durchaus denkbar, weil wir einfach noch Platz haben nach unten, um überverkauft zu sein. Das heißt hier nach unten gedrückt zu werden, wäre aktuell möglich. Ich hatte auch eine Umfrage gestartet. Hier sind aktuell 61% der Leute der Meinung, wir werden durch diese Mai-Lows durchbrechen. Stimmt weiterhin fleißig ab, weil das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, wie die Community eben denkt zum aktuellen Marktgeschehen. Das positive Szenario wäre natürlich ganz klar, dass wir hier im Bereich der Mai-Lows diesen Doppelboden finden, vielleicht sogar noch mal einen kurzen Schreckmoment bekommen, wo wir unter diese wichtige 3857-Punkte-Marke brechen, um dann doch wieder durchzustarten, wie wir es hier gesehen haben. Und das, denke ich, wäre dann auch der Initiator für eine deutlich größere Rallye dieses Mal, weil wir dann wirklich eindeutig auf dem Eintritt zum Bärenmarkt einen Doppelboden finden würden. Das heißt, das wäre dann wirklich auch für mich ein Zeitpunkt, wo man wirklich ordentlich hinlangen könnte, falls wir dann hier ähnliche Struktur bekommen, wie da, also eine unentschlossene Kerze und dann einen starken Follow-up, dann könnte man wirklich auch nochmal ordentlich einsteigen in den Markt. Aber soweit ist es noch nicht und darauf müssen wir uns auch aktuell nicht vorbereiten, denn das Wichtigste für uns ist immer das Risiko zu managen zuerst und das ist ganz klar dieses Szenario. Wir brechen durch, wir testen, das ist die Bewegung, da bin ich auch gefragt worden, wie sowas dann aussieht und wo man dann auch gegebenenfalls Short einsteigen könnte, beziehungsweise sein Depot absichern könnte. Wir brechen hier durch und dann dieser Backtest, der 3857, das kann auch in Intraday passieren. Da muss man dann wirklich extrem schauen, ob dann wieder sowas passiert, dass wir da durchdippen und extrem durchkaufen oder ob wir dann Intraday abprallen und wieder abverkaufen. Und das wäre dann auch ein Zeitpunkt, wo man mit sehr, sehr geringem oder gutem Chance-Risiko-Verhältnis Short gehen könnte, weil dann sichert man sich einfach zur Downside ab und sobald wir wieder dieses Bärenmarkt-Territorium verlassen, stoppen wir uns aus. Insofern hier dann auch die Möglichkeit, sein Depot abzusichern nach unten. Die Kursziele für einen potenziellen Bruch nach unten können wir uns jetzt auch mal anschauen. Dies finde ich jetzt derzeit auch wichtiger als irgendwelche Ziele nach oben im Kopf zu haben, nämlich dazu messen wir hier den Tiefpunkt ab und gehen zum Hoch dieser Zwischenrallye, die wir jetzt gesehen haben und schauen uns dann hier die sogenannten Extensions an und hätten dann hier den Bereich von 3700, 3650 oder 3550 Punkte als gängige Extensions, was uns dann ja genau in diesen Bereich der eben angesprochenen 200 Wochen Schnitte bringen würde. Also das ist jetzt für mich das aktuelle Szenario, falls wir durchbrechen, um dann eben neue Lows zu bekommen im Verhältnis zu den Mai los und da müssen wir jetzt wirklich darauf achten, ob der S&P hier durchbricht und in welche Ziele es dann geht, bevor wir dann hier unten wieder zu einer Erholungsbewegung ansetzen können.
Für die Leute, die im Nasdaq unterwegs sind, hier einfach kurz die Kursziele analog zu dem S&P 500 Beispiel von gerade. Wenn wir durchbrechen, sind für mich die Ziele im Nasdaq 11.087, 10.880 oder 10.580 in diesem übergeordneten Bereich. Allerdings muss man beim Nasdaq dazu sagen, wir haben hier die 200er exponentielle Wochenlinie, die läuft circa bei 11.350 Punkten aktuell. Und wenn wir hier einmal kurz zurückzoomen ins Corona-Tief, dann sehen wir, dass hier dieser 200-Wochenschnitt, der exponentielle, exakt der Boden war. Allerdings war hier der 200er Simple und der exponentielle auch deutlich näher zusammen. Das heißt, es kann ja auch sein, dass der 200er Simple mit nach oben gedrückt hat damals. Das heißt, ich würde hier nicht ausschließen, dass wenn wir den 200er exponentiellen Wochenschnitt brechen sollten bei ca. 11.300, dass wir nicht doch noch hier im Bereich von 11.000 bis 10.800 Punkten dann deutliche Stärke bekommen. Das heißt, hier im Nasdaq die Ziele für die Downside, entweder das Reversal bei 11.350, dann würden wir nur minimal unter die Mai-Lows dippen, falls es dazu kommt und wir hier auf dem gleichen Moving Average wie im Corona-Tief Support finden, oder wir brechen nochmal hier kurz ein bisschen tiefer durch und testen dann den Simple Moving Average und eben auch die gängigen Extensions nach unten. Also beide Szenarien zur Downside im Nasdaq denkbar. Für euch nur ganz wichtig, dass ihr halt eben diese Kursmarken auf dem Schirm habt. Wir kommen zum Bitcoin im 8-Stunden-Chart und sehen ja hier den massiven Durchbruch im Bitcoin nach unten. Wir hatten ja hier diese fast schon wieder Crash-ähnlichen Zustände, wo wir wirklich dicke rote Kerzen hatten und kaum Erholungsphasen dazwischen, um dann wieder in die nächste dicke rote Kerze einzutauchen. Hier sehen wir jetzt aber eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Der Bitcoin hatte heute bei Binance ein Tief von 26.887 und konnte seitdem jetzt hier ordentlich steigen. Wir sind jetzt hier am Hoch schon wieder 5,5% im Plus gewesen, aber jetzt kommt hier dieser Entscheidung. Faktor, das, was ich immer wieder anspreche, zum Tragen. Es kommt nicht auf den ursprünglichen Bruch nach unten an, sondern auf die Preis-Action, die man direkt danach bekommt. Und hier sehen wir jetzt halt einfach ein sehr, sehr interessantes Bild. Und dazu gehen wir jetzt auch noch mal kurz in den 4-Stunden-Chart, einfach um das noch deutlicher darzustellen. Wir sind hier durchgebrochen heute, beziehungsweise heute Nacht um 2 Uhr sind wir durch diese 28.500, das war unser harter Support auch aus der Vergangenheit, durchgebrochen und kommen jetzt zurück und testen das hier aktuell noch als Widerstand und sind auch heute am letzten Tag der Wochenkerze. Das heißt, wenn wir jetzt nicht schleunigst es schaffen, über die 28.500 wieder durchzustoßen, um uns hier hochzuretten auf Wochenbasis, um dann eine Chance zu haben für eben eine Bärenfalle hier unten, dann sehe ich wirklich das aktuell als Backtest, als Widerstand an, was dann einfach für eine weitere Downside sprechen würde. Das heißt, aktuell sieht es für mich wirklich danach aus, dass wir intraday jetzt den Backtest der 28.500 als Widerstand bekommen. Und wenn wir dann wirklich auf Wochenbasis unter dem extrem wichtigen Support von 2021, nämlich diesen 28.500 abschließen, dann kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass dieses Downside-Szenario von Bitcoin eben doch noch passiert, dass wir dann wirklich Tiefen noch sehen von 25.000 oder eben auch 22.000 oder dass wir wirklich das Zyklushoch von 2017 backtesten, die 20.000 ist auch nicht ausgeschlossen. Das kommt jetzt wirklich darauf an, wie der Bitcoin sich hier heute noch verhält, ob wir jetzt hier diese Stärke sehen, einfach nur um in den bisherigen Support als Widerstand reinzulaufen, um weiter abzuverkaufen, oder ob der Bitcoin, wie gesagt, sich drüber retten kann, um dann doch noch wieder Stärke zu bekommen, dass das hier unten jetzt gerade aktuell einfach nur wieder ein Schreckmoment war. Ethereum ist heute auch extrem abgestürzt und hat heute intraday bereits das Zyklushoch von 2017 getestet. Das waren so circa 1.400 bis 1.440 Dollar. Dort war Ethereum heute, sondern hat auch etwas Stärke gezeigt. Das heißt, übergeordnet im Kryptomarkt hat heute schon so ein gewisser Bereinigungsprozess wieder stattgefunden. Die Frage wird jetzt einfach sein, reicht das, um neue Stärke zu bekommen, oder ist Krypto jetzt wirklich für den großen Abverkauf prädestiniert durch diesen Durchbruch im Bitcoin, durch den wichtigen Support bei 28.500? Mein Fazit zu den Märkten aktuell fällt durchaus gemischt aus, denn man weiß einfach nicht, wie sich die Inflation jetzt weiterentwickeln wird und vor allen Dingen auch, man weiß nicht, wie die Fed darauf reagieren wird. Und Unsicherheit ist für die Börse einfach Gift, das ist für die Kurse Gift, denn die Börse kann nicht so schlecht verarbeiten als Unsicherheit. Wenn man schlechte Fakten bekommt, kann man sie einpreisen. Wenn man gute Fakten bekommt, kann man sie einpreisen. Aber wenn man nicht weiß, wie schlimm wird es wirklich, das ist immer der Zeitpunkt, wo die Märkte dann einfach am volatilsten und am unsichersten sind letzten Endes. Insofern für mich aktuell Vorsicht geboten.
Ich bin derzeit nach wie vor investiert mit ca. 20% von meinem Depot. 80% ist derzeit in Cash. Das hatte ich auch früh genug eben so eingeplant. Und das ist auch das, was aktuell, denke ich, eine ganz gute Mischung ist. Einfach auch für eine mögliche Rallye positioniert zu sein. Aber natürlich derzeit meines Erachtens Cash ist King im Depot. Und dann hast du einfach wirklich die Ruhe und kannst auf fallende Kurse entsprechend reagieren, nämlich dann mit aggressiven Nach- und Zukäufen. Was ich auch noch empfehlen kann derzeit ist, mach dir jetzt, wo es noch einigermaßen ruhig ist, eine Watchlist. Setz dich hin, mach dir eine Watchlist, schau dir Titel an, die du immer schon kaufen wolltest, die dir bis jetzt immer zu teuer waren oder wo du dir dachtest, ach, da steige ich mal ein, wenn die Aktie zurückkommt, und mach das jetzt. Dann hast du nämlich, wenn es wirklich zu so turbulenten Zuständen kommt, wenn der WIX irgendwann mal ausbricht und der S&P 500 fällt mal um 7, 8, 10% an einem Tag, was dann nicht ausgeschlossen ist, dann kannst du dich hinsetzen und kannst auf deine Watchlist schauen und dir gewisse Preisziele anschauen, die du vielleicht dann im Vorfeld auch schon eingegeben hast. Vielleicht hast du auch schon Limit Orders gesetzt bei gewissen Aktien. Das ist das, was du jetzt tun musst, bevor sozusagen der Sturm ausbricht, weil wenn dann die Hektik erstmal am Markt ist, dann finden die wenigsten Leute wirklich die Ruhe, zum Beispiel eine Watchlist zu erstellen oder halt eben auch gar Limit Orders zu setzen. Insofern mach das ruhig jetzt, lehn dich zurück. Wenn du jetzt voll investiert bist, denke ich nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sein Depot wirklich aufzulösen. Das ist dann einfach auch wieder mit sehr, sehr viel Schmerz und Stress verbunden. Insofern würde ich mein Depot jetzt nicht mehr auflösen, wenn ich voll investiert bin. Ich würde lieber ein bisschen Cash freimachen, um entsprechende Hedging- oder Short-Positionen oder gar Puts dann einzubauen in mein Depot, dass ich sage, ich sichere mich zur Downside ein bisschen ab, falls wir eben in diese Bärenmarkt-Territorien dann abrutschen. Falls dich das Thema Hedging interessiert, schreib das mal in die Kommentare. Dann kann ich dazu auch noch ein Video machen in den nächsten Tagen. Und übergeordnet muss man natürlich sagen, abonniere den Kanal, dann bist du jetzt in dieser wichtigen Marktphase täglich immer bestens informiert. Ich bedanke mich wie immer vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage ciao.